Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Heute wollen wir uns ein bisschen über die Effizienzsteigerung im Labor Gedanken machen. Vielleicht habe ich den ein oder anderen Tipp für euch, wie das Ganze gerade in der Auslastung der Konstruktionsplätze ein bisschen besser laufen kann. Damit viel Vergnügen. Jeder von euch kennt die Situation. Die Arbeit steht kurz vorm Terminende, ihr müsst liefern, aber der Scanrechner ist belegt. Abhilfe könnt ihr hier vielleicht schaffen, den Scanrechner separat zu stellen und Konstruktionsplätze somit freizuhalten für die Leute, die wirklich ran müssen. Ihr habt die Möglichkeit, gerade bei ExoCAD geht das sehr komfortabel. Ich bin mir sicher, bei 3Shape gibt es auch eine Lösung dafür, die Scanplätze loszukoppeln über einen sogenannten No-Cut-Dongle. Spielt ein bisschen was in den Kostenbereich mit rein, aber immerhin günstiger als ein gesamtes zweites System anzuschaffen. Ich meine, jeder von euch kennt die Preise für die Laborscanner und keiner hat Bock, in einen zweiten zu investieren. Das, was das eigentlich Interessante daran ist, die Leute, die die Scanner bedienen, werden euch extrem dankbar sein, weil ihr nämlich genau diesen Arbeitsplatz so verschlankt, dass alle anderen weiterarbeiten können, während der Scanner belegt ist. Das, was ihr bisher auch im analogen Bereich gemacht habt, nämlich die Trennung von der Arbeitsvorbereitung und der tatsächlichen Produktionsstätte, wird hier im Digitalen auch getrennt. Geht da einfach mal mit wachen Augen durchs Labor oder holt euch vielleicht sogar Hilfe von außerhalb, um das Ganze einzuschätzen. Wo sind Engpässe? Wo muss ich was tun? Wo muss ich meinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich vielleicht mehr zu entfalten? Bei uns im Labor ist das Ganze über eine Art Serverstruktur geregelt. Das heißt, die Datenstruktur, die dahinter steht, muss passen, um genau dieses System etablieren zu können. Ihr habt eure SQL-Datei, die genauso für alle anderen ExoCAD-Systeme hinterlegt ist. Das heißt, mit jedem weiteren System, was ihr zuschaltet, vielleicht auch auf Wachstumskurs, wir wissen ja nicht, wie ihr unterwegs seid, könnt ihr später einfach Workstations hinzukaufen, die genau auf euch zugestimmt sind und euch den Produktionsablauf ermöglichen. Egal ob Praxis- oder Laborseite, weitere Videos von uns findet ihr hier, hier oder hier oben irgendwo. Bis bald!